Moin Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner! Yes, wie ihr seht, es ist endlich soweit. Der P16 steht hier schon ein kleines bisschen. Und natürlich haben wir den Super Heavy Anhänger. Denn wir wollen heute einen Auftrag machen. Wo war der denn nochmal? War der hier? Ja. Wiederbelebte Pumpen. Yes, du hast dabei geholfen, den Vorratsspeicher zu reparieren. Jetzt können wir den Bau wieder aufnehmen. Lieferte das Material an die Pumpstation und du wirst gut bezahlt. Yes. Genau, hier hinten ist nämlich diese Pumpstation, wo wir letzte Folge auch vorbeigefahren sind. Hier ist hier der geheime Majuschweg. Hier steht ja auch noch der Kenworth sogar. Und ja, hier vorne ist die Pumpstation. Und da müssen wir hinliefern. Kleine rote Ersatzteile und einen Stahlträger. So. Und das ergibt ja nach Adam diese 8 Plätze, die wir brauchen. Yes. Und wir gucken mal. So, was brauchen wir? Kleine rote. Zweimal. Yes. Und dann fahren wir erstmal weiter. Wir brauchen nämlich noch zweimal Ersatzteile. Und... ah! Einmal Stahl. Natürlich! Ich habe gebremst, aber ein bisschen zu spät. So. Mal gucken, ob wir hier um die Ecke kommen. Nein! Oder? Ah, das ist aber auch... war schon schwer, hier überhaupt reinzukommen. So. Hätte ich vielleicht doch von der anderen Seite reingekommen. Naja, weiß nicht. Ist egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Mal gucken, mal gucken. Guck mal, gleich schon bei der ersten Kurve fängt es an. Vielleicht war es ja ein Fehler, aber weiß ich nicht. Ach, nochmal ein zweites Mal dagegen. Och nö. So. Mal gucken. Jetzt. Ja, jetzt fahren wir ein bisschen weiter außen lang. Ich weiß nicht, ob wir da... nein, natürlich nicht. So, ich versuche mal. Ah. Klappt das? Ah. Ja! Okay, sehr gut. Er hat sich ein bisschen gerade gezogen, der Anhänger. Jawohl! Puh, ich dachte schon, ich komme da nicht mehr raus. So, genau. Ich bin nämlich extra so drum reingefahren. Denn jetzt sollte das hier eigentlich ein bisschen einfacher sein. Hoffentlich, mal gucken. So. Vielleicht hätte ich doch noch... aha, nein, ich hätte vielleicht doch andersrum fahren sollen. Oder? Weil hier ist ja schon wieder alles im Weg. Ich weiß es nicht. So oder so, es gibt keine gute Route mit dem Super Heavy. Oh nein. Habe ich mich da jetzt festgefahren? Das könnte sehr gut sein. Ja. So weiter dahin. Okay, immerhin wurden wir auch komplett repariert. Das ist schon mal cool. So. Ach, das ist ja gar... ach, doch, da vorne sind Betonblöcke. Ich dachte, da kann man nicht durchfahren. Aber kann man auch nicht. Da sind schon Betonblöcke im Weg. So, Ersatzteile. 1, 2. Jawohl. Yes. Richtig. Stahlträger. Brauchen wir noch. Jetzt ist die Frage. Kommen wir hier jetzt rückwärts lang? So. Oh. Ja. An den Fossilien entlang. Diesmal lassen wir das Café mal ganz. Obwohl, ja, da haben wir doch ein bisschen Zaun schon weggemäht. Das war ich nicht. Das war wer anders. So. Und wir versuchen es natürlich. Ach, durchs Wasser. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist oder nicht, aber... ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Auflieger
versuchen werde, hier nochmal ein bisschen zur Seite zu ziehen. Damit wir da über diese mittlere Betonabsperrung da kommen. Ich glaube, das sieht schon ganz okay aus. So. Nicht zu schnell werden. Uiuiuiui. Oh, ich fahre nochmal lieber ein bisschen weiter links. Mann. So. Und jetzt hoffe ich, dass wir hier gut drüber kommen. Okay. Das ist halt auch so lustig. Ich bin schon über die schlimmste Stelle drüber. Aber der Anhänger ist noch komplett auf der anderen Seite. Oh nein! Ich schon wieder, weil ich labern muss. Natürlich wieder festgefahren. So. Sehr gut. Zum Glück sind hier noch ein paar Bäume. Vor allem auch hier diese umgekippten Bäume. Ey, mich erstaunt das immer wieder. Ich hätte nie gedacht, dass die wirklich so helfen ab und zu. So, weil manchmal braucht man halt auch nur ein kleines bisschen mehr Zugkraft. So, wir versuchen es mal mit der Winde hier an dem. Dass der Anhänger ein kleines bisschen darüber kommt. Guck mal, da stellen wir sogar den Baum wieder ein bisschen auf, wa? So. Ist die Frage, kann ich hier einfach drüber fahren? Ha! Das ist ja cool. Okay, das habe ich nicht so erwartet. Hä? Okay, ich würde gerade sagen, warum versinken wir denn da noch weiter? Okay, aber wahrscheinlich der Anhänger. Ja, kippt ein bisschen. Oh, 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 oh. So, mal gucken. Da dran. Ja. Sehr gut. Nice. So. Und ich glaube, das war jetzt hier die schwerste Stelle. Ich bin mal gespannt, wie es da hinten um die geheime Majusch-Aufgabe, Aufgabe sag ich schon, um den geheimen Majusch-Weg steht, wenn wir da durchfahren, weil es ja doch schon ziemlich schlammig ist und der P16 ja kein Allrad hat, aber die Reifen vom P16 sind ziemlich krass, die eigenen, die er da besitzt. Ich weiß gar nicht mehr, war das irgendwie so vom Wert her 3,2 oder sowas bei Offroad. Irgendwie sowas. So. Und wir haben ja noch zwei Plätze frei. Die füllen wir jetzt. Mit Stahl. Babam. So. Jetzt sind wir voll beladen. Und versuchen hier mal die Kurve zu fahren. Mal gucken. Beziehungsweise. Doch, wir müssen die Kurve fahren. Ich war gerade am überlegen, ob wir nicht hier nach rechts müssen, aber nee. Wir können ja mittlerweile die Brücke nehmen. Ah, sehr schön. Was für ein Bild. Der P16. Wieder mal voll beladen. Mit einem voll beladenen Super Heavy Anhänger. Sehr schön. So. Okay. Bisschen Motorschaden muss sein. Das kennt jeder SnowRunner-Spieler. So. Und ihr. Können wir schon mal einen Daumen nach oben geben dafür. Und ich habe noch ein Rezept für euch gleich. Wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind in unserem Weg. So, 188 Liter habe ich da noch. Ich tank nochmal auf. Komm. Ich hol mal kurz. Wo ist es da? Werkstatt. Wir holen uns einen Truck. Ach so, übrigens hier. Den habe ich mir gekauft. Da mache ich noch ein Video drüber. So, wo ist er? Da, der Tatra. Der Kleine. Und diesmal machen wir da auch den Tank drauf.
So. Immer noch eine der besten Hupen. Yes. Musik in meinen Ohren. Sehr schön. So, Altradantrieb an. Altradantrieb aktivieren, ihr den Kanal abonnieren. Yes. So, wenn wir schon einen haben, wo wir Altradantrieb aktivieren können. Oha, kommen wir hier überhaupt rüber? Über diese Felsen. Die sind ja für den Tatra natürlich richtig krass. Die sind so groß wie die Reifen selbst. So. Aber zum Glück. Ui. Nicht hier runterkippen. Nachtanken. Komm. Kraftstofftank von Pacific. Sehr schön. So. Können wir den wieder bergen. Weg damit. Und wieder zurück zu Pacific. Sehr schön. Das war die zweitbeste Hupe. Und das ist die beste. Jawohl. So. So, ich hoffe. Ja, ja. Ich denke, das sollte sich einfach gerade ziehen. Der Anhänger. Yes, sehr schön. Das ist doch super. Jawohl. So. Genau. Ich habe nämlich was Schönes gekocht. Ah, ich hätte hier wieder weiter außen fahren sollen. Ich lerne es aber auch fast nie. So, ist natürlich aber auch echt bescheiden, mit dem P16 hier über diese Steine zu fahren. So. Aber. Na komm. Jawohl. Ja, den wollte ich eigentlich nicht ausreißen. Ich habe gedacht, der bleibt da noch fest. So. Ja, guck mal. Dann klappt das doch auch schon gleich viel besser. Das erinnert mich hier schon wieder an Folge 52, müsste das sein. Überlänge. Wo wir mit dem P16 gefahren sind. Mit dem Super Heavy Auflieger. Mit den zwei Containern. So. Ja. Wo hapert's jetzt? Ich glaube wirklich hier beim P16 selbst, ne? Genau. Ich gehe mal auch mal einen Lastengang. Vielleicht hätte ich das gerade eben schon machen sollen, aber die Winde hat auch gut geholfen. Genau. So. Ja, ich glaube, die Stelle versuche ich noch zu nehmen hier. Und dann erzähle ich endlich von meinem Rezept. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Übrigens schon mal ein kleiner Spoiler vielleicht an dem Video, das ich machen werde. Über den Kenworth. Kenworth, sag ich schon. Doch, ist es ein Kenworth? Der neue Truck. Hier vorne kommt er fast gar nicht rüber. Aber, naja. Was soll's. Vielleicht nicht so, wie ich den fahre. So. Aber der P16 schafft das so auch nicht. Nur leider schafft das der neue Truck leer. Noch nicht mal so. So, ich versuche mich mal hier rüber zu ziehen. Jawohl. Und ich meine, wenn der P16 leer ist, dann sollte er das eigentlich hier schaffen. Ich meine, wir haben jetzt gerade schon echt ein bisschen sehr viel Gepäck hinten drauf. So, schaffen wir das jetzt so im Lastengang. Wenn wir auch mal von den Steinen runterkommen. Ja, weiß ich nicht. Aber da vorne haben wir noch einen Windenpunkt. Jawohl. Sehr schön. So, ich will endlich vom Rezept erzählen. Lass mich doch einfach durchfahren. Easy peasy. Lemon squeezy. So. Leider wollen die nicht. So, dann wieder an den Anhänger dran. Handbremse lösen, gleich schon Winde an. Und Gas geben. Versuchen ein bisschen zu lenken, aber das fällt schwer, wenn die vordere Achse
nicht auf dem Boden ist. So. Ich glaube, weiter kommen wir nicht. Dann müssen wir den nächsten Windenpunkt nehmen hier. Sehr schön. Yes. So geht das auch. Uiuiui, ich weiß nur nicht, ob wir da jetzt hängen bleiben. Mit den... wie heißen die denn? Stelzen? Vom Auflieger? Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Fachbegriff dafür? Ist es vielleicht sogar Stelzen? Ich weiß es gar nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe ja auch gelernt, dass die Dinger hinten beim Holztransport Rongen heißen. Also, ich glaube, Rongen ist auch irgendwas von Ikea. Muss ich mal nachgucken. Aber ich meine, das habe ich schon mal bei Ikea gelesen. So, hier die kleine, ja, was ist das? Brücke ist es ja eigentlich nicht. Aber hier kommen wir eigentlich ganz gut durch. Sehr schön. So, 230 Liter. Sehr schön. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass wir aufgetankt hatten. Sonst hätten wir jetzt nur noch, glaube ich, 118 oder sowas. Ich glaube, ich hatte 188, als ich da an der Werkstatt war. Jawohl. Und natürlich regnet das wunderschön hier in British Columbia. So, und wir nehmen natürlich hier den Majusch, Stiftung Majusch Testweg. Stiftung Majusch Test. So. Und natürlich sind die Steine wieder ein Problem. So. Jawohl. Achso, und es ist übrigens, ja, wie man sieht, ein bisschen dunkel. Ich hatte Frühschicht und muss ja noch Videos produzieren für euch. Hatte am Wochenende nicht so viel Zeit. Also, heute ist, jetzt wo ich es aufnehme, ist es Montag. Morgen gibt es dann ja das Video von jetzt, das ich gerade aufnehme. Wochenende war ich ein bisschen unterwegs. Ein bisschen in Bremen. Und ansonsten auf der Arbeit. Aber letzte Woche habe ich auch was Schönes gekocht. Ja! Endlich! Kann ich über das Rezept reden, glaube ich. So, ich hoffe, dass hier nicht die Reifen wieder platt werden, wie mit dem Derry Longhorn. Das verstehe ich auch noch nicht ganz, wie ich das hingekriegt habe. Dass ich da echt zwei platte Reifen gekriegt habe. Naja, und zwar habe ich gekocht ein Rezept aus meiner Kindheit sozusagen in Polen. Beziehungsweise meine Omi hat es gekocht und meine Mutti hat es auch immer gekocht. Fasolka pro po bretonsku. Das heißt, Bohnen auf bretonische Art sozusagen. Oder auf bretonisch. Ja, eigentlich, ich würde sagen, polnische Baked Beans. Weil es eigentlich, ja, dicke weißen Bohnen in Tomatensauce und mit Speck und polnischer Wurst sind. Also polnische Wurst so in Scheiben kleingeschnitten. Oder in Stücke. Ich habe es jetzt auch in Stücken gemacht. Und ich hatte nämlich einen Arbeitskollegen davon erzählt. Dann hatte ich da so Bock drauf gekriegt, dass ich mir einfach ein Rezept rausgesucht habe. Auf einer polnischen Seite. Lustigerweise dann auch einfach mit Google Translate. Also beziehungsweise diese automatische Seitenübersetzung. Einfach auf Deutsch übersetzt. Also ist alles voll kein Problem. Und außerdem ist das Rezept auch nicht wirklich schwer.
Deswegen könnt ihr das hier auch nachkochen, wenn ich euch das erzähle. So, erstmal müssen wir hier aber rauskommen. Na komm. Ein bisschen weiterziehen. Ja. Na komm. Also ich habe es einfach mit dicken weißen Bohnen aus der Dose gemacht. Ist die einfachste Variante. Naja, fast die einfachste Variante, weil ich habe fast nirgendwo dicke weiße Bohnen gefunden. Nur bei Penny. Deswegen Shoutout an Penny. Ich war vorher auch bei Lidl. Bei Aldi war ich schon ewig nicht mehr. Weiß nicht, ob es da vielleicht dicke weiße Bohnen gibt. Aber die gibt es auf jeden Fall bei Penny. Und bei Penny gibt es auch noch eine andere wichtige Zutat, nämlich die polnische Wurst. Habe ich jetzt letztens für mich entdeckt. Da gibt es Krakauer und Breslauer Wurst. Und ich mag die Breslauer sehr gerne, weil ich auch in der Nähe von Breslau aufgewachsen bin. Und die gab es dann sehr häufig. Einfach dünn geschnitten und dann einfach auch Brot oder sowas drauf. Mit ein bisschen Senf. Sehr lecker. So. Und kommen wir mal zum Rezept für die Fasolka. Oder zu den Baked Beans, was auch immer. Zu den Bohnen. Erinnert mich übrigens auch immer so ein bisschen an Bud Spencer. Genau, einfach die Bohnen. Die habe ich gar nicht. Na, habe ich erstmal einfach nur abtropfen lassen, genau. Dann. Speck. Braucht man auch noch. Da habe ich einfach diesen kleinen vorgeschnittenen Speck mir geholt. Aber ansonsten kann man sich auch diese dicken Bauspeckscheiben holen. Und die dann natürlich selbst klein schneiden. Den einfach anbraten. Dann auch die Wurst, die polnische. Ja, wie gesagt, Breslauer genommen. Die auch klein geschnitten. Mit anbraten. Und dann einfach so eine Art, ja, eigentlich ein bisschen Mehlschwitze machen. Habe ich direkt, also ich habe es direkt halt in einem Topf gemacht. Ich habe so einen gusseisernen Topf, der ist perfekt dafür. Also einfach das ganze Fleisch ein bisschen an den Rand schieben und in der Mitte dann ein bisschen Butter. Eigentlich im Rezept steht, man macht es ohne Butter, aber irgendwie war das nicht so viel Fett oder sowas für die Mehlschwitze. Also war ein bisschen zu wenig Fett für die Mehlschwitze da, fand ich. Deswegen habe ich einfach noch ein bisschen Butter gemacht und dann Mehl für die Mehlschwitze logischerweise. Mehlschwitze übrigens gar nicht mal so kompliziert, wie man immer denkt. Macht einfach 1:1 gleiche Teile Mehl und Butter. Also Esslöffel Butter, Esslöffel Mehl. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Dann blubbert das ja so schön auf. Und ja, dann habe ich es einfach mit Wasser abgegossen. Wo ich, beziehungsweise ich habe halt zwei Dosen Bohnen genommen. Die einfach abtropfen lassen. Nochmal mit Wasser gespült. Und dann habe ich die Dose halt auch mit Wasser nochmal gefüllt. Wasser reingemacht. Ich glaube von den zwei Dosen. Da weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt ist. Und ja, die zwei Dosen Bohnen halt auch einfach mit dazu. Und ja, dann einfach Tomatenmark. So viel man will. Bis es halt schön tomatig schmeckt. Und ja, Tomatenmark macht die Soße dann auch nochmal ein bisschen dicker. Und durch die Mehlschwitze wird es dann ja auch dick. Und ja, ansonsten Salz, Pfeffer und Mayo dran. Und das war's. Mehr ist es nicht. Und wenn es dann richtig durchzieht, ist mega gut. So. Und auch wenn es nicht durchzieht, ist es auch mega gut. Also eigentlich immer mega gut. Ich empfehle dazu auf jeden Fall ein richtig leckeres Brot. Selbstgemacht ist natürlich am besten. Aber
Ich empfehle immer und immer wieder von Lidl aus dieser Backwarenabteilung. So, jetzt darf ich nicht zu weit fahren hier. Denn ich will nicht, dass der Anhänger umkippt, beziehungsweise der Auflieger. So, müssen wir den wieder ein bisschen ziehen. So. Da sollte eigentlich gehen in Automatik. Genau, aus der Backwarenabteilung von Lidl. Die Bauernkruste. Die ist mega gut. Empfehle ich, kann ich sowieso empfehlen, wenn man Brot mag. So ein Weiß- oder Graubrot. Ich glaube aber, das ist eigentlich mehr Weißbrot. Mit einer richtig guten Kruste. In schön fluffig. Sehr, sehr cool. Vor allem, es wird zwar ein bisschen gummiartig nach ein, zwei Tagen. Aber das wird ja fast jedes Brot. Aber dann kann man es eigentlich schön einfach in Backofen oder sowas wieder ein bisschen erwärmen. Oder ich mache es halt immer im Kontaktgrill. Und dann wird es wieder richtig schön knusprig. Also die Kruste. Deswegen super gut. Und das dann dazu. Das war lecker. Habe ich mich auch 3 Tage von ernährt. Also 2 Mahlzeiten kriegt man da eigentlich locker raus. Ja. Polnische Baked Beans. Und mich erinnert das immer an Bud Spencer und Terence Hill Filme, wo die da immer auch diese Bohnen essen. Weil das sieht halt auch immer so aus, als ob das so, ja, Bohnen mit Speck ist, das ist ja eigentlich auch nichts. Nichts anderes. Und das sah, fand ich immer als Kind auch mega lecker aus. Und dann gab's Fassolka pour Bretons. Genau, Rezept kann ich ja unten reinmachen. Das, was ich genommen habe, ist eine polnische Seite, aber da könnt ihr ja einfach auf Übersetzen klicken. Dann sollte das eigentlich gehen. Und außerdem habe ich euch eigentlich schon alles erzählt, was ihr braucht. So. Perfekt. Und wir sind da. Und wir geben ab. 2x kleine rote Ersatzteile und Stahlträger. Sehr schön. Yes. Sogar mit Aufbauanimation. Sehr schön. Wiederbelebte Pumpen. Hervorragend. Schon bald wird die Pumpstation einsatzbereit sein. Yes. So, 15.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sehr schön. Da ist der Pacific P16 natürlich wieder geschafft. So, wie viel Tank haben wir noch? 85 Liter. 84 Liter. Ich mach mal lieber aus, weil ich muss ja noch zurückfahren. Obwohl, da hinten bei dem Ölbohrplatz gibt es ja noch einen Tankwagen. Naja. Yes. Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kommentar und ein Abo. Und dann geht's nächstes Mal weiter. Ich mache noch ein Video zu dem neuen Truck. Ich habe schon wieder vergessen, was für einer das ist. War es ein Kenworth? Ich glaube, das war ein Kenworth, oder? W990 oder sowas? Irgendwie so. Ja. Mal gucken, wann es das gibt. Wird ein kurzes Video, glaube ich, sein. Gut. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.